Der Essomat. Der gute Geist der Kraftstoffe und Öle. Na, ist denn das die Möglichkeit? Doch, doch, stimmt schon. Er hat wahrhaftig Geburtstag. Schon wieder ein Jahr ohne Panne. Ohne jede Störung. Das macht die gute Pflege des Schleppers. Denn er weiß vermutlich, worauf es ankommt. Klar weiß ich, worauf es ankommt. Fliege ihn ja selber. Der kriegt schon, was er braucht. Aber wie das Öl an die Schmierstellen gelangt und warum der gute Kraftstoff so wichtig ist, weißt du das auch? Ich steck doch nicht drin. Na, sieh doch mal richtig hin. Blicken wir mal in einen Zylinder hinein. Aha, der Essomax, was willst denn du? Ich bin doch hier zu Hause. Ja, richtig. Also weiter. Der Kolben saugt durch das Einlassventil Luft ein. Jetzt presst er die Luft zusammen. Luft, die man zusammenpresst, erhitzt sich. Schon 500 Grad. Man kennt das von der Fahrradpumpe. Puh, die heiß! Während sehr kurzer Zeit wird Dieselkraftstoff eingespritzt. Er entzündet sich an der überheißen Luft und stößt den Kolben nach unten. Auf dem Rückweg stößt der Kolben die verbrannten Gase aus. Das waren die vier Takte im Zylinder des Dieselmotors. Um es zu wiederholen, ansaugende Luft, verdichten und einspritzen, arbeiten und ausstoßen. Na, zündet wohl nicht. Beim Feuerzeug ist das nicht so schlimm. Ein Diesel aber verlangt absolute Zündsicherheit des Kraftstoffes. Deshalb ist auch das wichtigste Merkmal des wirklich guten Dieselkraftstoffes immer die Zündwilligkeit. Ist doch klar. Er muss sich von selbst entzünden. Der Diesel hat ja keine Zündkerzen. Beim Benzinmotor ist das ganz anders. Ein fertiges Benzin-Luftgemisch wird von einem Vergaser in den Zylinder gebracht. Eine Zündkerze bringt es dort zur Zündung. Der Diesel arbeitet viel einfacher. Er hat beides nicht. Bei ihm gelangen Luft und Kraftstoff getrennt in den Zylinder. Der Kraftstoff wird in nur 2000stel Sekunden eingespritzt. Er entzündet sich an der heißen Luft. Sofern es ein wirklich guter Kraftstoff wie Esso-Diesel ist. Die Zündwilligkeit des Kraftstoffes war beim allerersten Diesel eines der großen Probleme. Das ist rund 60 Jahre her. Seinem technischen Prinzip nach unterschied er sich kaum vom heutigen Dieselmotor. Doch ist er bei gleicher Leistung heute wesentlich kleiner als die erste Versuchsmaschine aus dem Jahre 1893. Rudolf Diesel wurde vor 100 Jahren geboren. 1898 konnte er den ersten betriebssicheren Dieselmotor der Öffentlichkeit vorstellen. Seitdem hat sein Motor den Erdball erobert. Überall schätzt man ihn wegen seiner Leistung, Wirtschaftlichkeit und Robustheit. Er ist Begriff und Musterbeispiel deutschen Erfindergeistes auf der ganzen Welt. Und in allen Sprachen heißt er nur der Diesel. Dieser Siegeszug ist untrennbar verknüpft mit der gleichzeitigen Entwicklung besonders hochwertiger Dieselkraftstoffe. So staubige Arbeit hatte Dieselschlepper häufig zu verrichten. Und das macht ihm gar nichts aus, wenn der Luftfilter stets gereinigt und mit frischem Öl gefüllt ist. Was ihm wohl etwas ausmacht, sind Methoden, wie sie Nachbar Schlemmrich für richtig hält. Wer weiß, woher der Schlemmrich dieses Fass mit Kraftstoff hat? Wer weiß, ob es überhaupt brauchbarer Dieselkraftstoff ist? Beim Umkippen wird erstmal der Bodensatz kräftig aufgewirbelt. So ist's richtig. Nun auch noch das verschmutzte Rohr ins Fass. Schmutz reinigt den Magen, denkt Schlemmrich. Man kann über den Punkt auch anders denken. Und der Diesel denkt bestimmt anders darüber. Das Kraftstoffsystem des Diesels verlangt völlig reinen Kraftstoff. Es gibt zahllose Möglichkeiten der Verschmutzung im Betrieb. Ah, da ist ja unser Essomax.
Man findet im Siebstofftank die gröberen Verunreinigungen, die durch staubigen Betrieb oder Betankungsfehler in den ursprünglich äußerst reinen Kraftstoff hineingeraten sind. Ackerschlepper haben ihren Tank oben. Der Kraftstoff fließt durch sein Gefälle zum Kraftstoffhauptfilter. Reicht das Gefälle nicht aus, so hilft eine Kraftstoffpumpe fördern. Der Kraftstoff wird durch dichten Filz oder durch einen Pappeinsatz gefiltert. Wichtig ist, der Filter wird regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht. Zu schmutzigem Kraftstoff ist kein Filter gewachsen. Tag, Hermann! Freund schon wieder! Deiner qualmt ja überhaupt nicht! Nee, das überlässt er mir! Tja, der Schlemmrich hat's immer noch nicht erfasst. Dabei hat er schon einen ordentlichen Denkzettel bekommen. Vor ein paar Wochen war nämlich genau dasselbe los. Sein Schlepper qualmte und zog nicht mehr. Schweren Herzens hat er sich da entschlossen, zur Werkstatt zu fahren. Und was war? Herzstörung. Das Herz des Diesels ist nämlich die Einspritzpumpe. Sie gibt dem Motor in regelmäßigen, sehr kurz einander folgenden Abständen die genau berechneten Kraftstoffmengen für die Verbrennung. Die Nocken betätigen Pumpenstöße. Die Pumpe ist ein Wunderwerk handwerklicher Genauigkeit. Der Kraftstoff tritt in den Pumpenzylinder ein, dort, wo der Essomax sitzt. Jetzt wird der Kraftstoff vom Kolben unter Druck gesetzt. Der Druck setzt sich über die Druckleitung bis zur Einspritzdüse fort. Die Dauer der Einspritzung wird von der Einspritzpumpe aus geregelt, und zwar auf geniale Weise. Wenn die Nut am Kolben den Zulauf erreicht, lässt der Druck sofort nach. Der Pumpenkolben ist drehbar, sodass die Steuerkante früher den Zulauf erreicht und das Absinken des Einspritzdruckes veranlasst. Die Fördermenge ist also kleiner. Der Druck steigt bis zu 250 Atmosphären an. Da wirkt ein Schmutzstäubchen im gleitenden Teilen wie ein Schleifstein. Die Regelstange, an der das Gaspedal hängt, dreht den kleinen Kolben, sodass die zu fördernde Kraftstoffmenge, also je nach gewünschter Drehzahl, größer oder kleiner wird. Ist durch unsauberen Kraftstoff eine Passung ausgeschmirgelt, so wird nicht mehr die genau benötigte Kraftstoffmenge gefördert und der Auspuff qualmt. Der Motor gibt keine Leistung her. Es wird viel zu viel Kraftstoff verbraucht. Die mikroskopisch feinen Ausschmörgelungen können die Einspritzpumpe völlig unbrauchbar machen. Herzschaden am Diesel. Nur für teures Geld oder gar nicht zu kurieren. Arbeiten an der Einspritzpumpe dürfen immer nur vom Fachmann in einer Spezialwerkstatt ausgeführt werden. Ein teurer Spaß. Dabei ist es so einfach, einen Diesel richtig zu behandeln. Sauberkeit, hervorragender Markenkraftstoff und bestes Schmieröl.
kann auch an den Düsen liegen. Sind empfindliche Dinger, die Einspritzdüsen. Verunreinigte Kraftstoffe führen letzten Endes zu Ablagerungen, die ein dichtes Schließen der Düse verhindern. Die Düse tropft nach. Ungeeignete Kraftstoffe lassen die Düsen verkoken. Düsen gibt es in den verschiedensten Konstruktionsformen. Als Zapfendüse, als Drosseldüse, als Meerlochdüse, je nach den Erfordernissen. Alle Systeme, aber Marx, alle Einspritzsysteme haben die Aufgabe, den Kraftstoff mit der Luft gut zu durchmischen, um eine weiche und vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Dieses Ziel erreicht man einmal in direkter Einspritzung oder wie hier durch indirekte Einspritzung in eine Vorkammer, wovon es viele Arten gibt. Aber nach welchem System der Motor auch arbeitet, er braucht seine Pflege und den besten Dieselkraftstoff, den man bekommen kann, um seine Aufgaben zuverlässig erfüllen zu können. Von Schlendrischschlepper kann man nicht viel erwarten. Denn die vielfältigen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des Dieselmotors werden auf die Dauer nur dem zugutekommen, der ihn so behandelt, wie er es verlangt. Gleichmäßig gute Leistung oder immer schlechter werdende Leistung. Störungsfreier Betrieb oder viele Reparaturen. Alles das hängt vom Kraftstoff, vom Motorenöl und von den wenigen Grundsätzen der rechten Pflege ab. Man kann hinsehen, wohin man auch will. In jeder Form begegnen wir dem Dieselmotor. Im Gelände, Wasserstraßen, auf Schienensträngen und auf Bauplätzen. Überall tut er bei richtiger Behandlung seine Pflicht. Richtig. Ölwechsel macht man bei warmem Motor. Da fließt auch der letzte Tropfen alten Öles ab.
Rastben für die Rostverhütung. Getriebeöl. Mehrzweckfett. Alles schön sauber, die Deckel zu. Und Esolub HD. Die Lebensdauer des Diesels lässt sich verdoppeln und verdreifachen, wenn man zwei Punkte beachtet. Regelmäßiger Ölwechsel und nur bestes Markenöl verwenden. Das verbrauchte Öl ist restlos ausgetropft. Gut so. Mit richtigem Schlüssel die Ölwanne schließen. Große Sorgfalt und auch hier wieder Sauberkeit sind oberstes Gesetz. Verunreinigungen im Öl wirken an allen Schmierstellen wie Schmirgel. Denn einwandfreier Schmierölumlauf bestimmt die Lebensdauer des Schleppers wesentlich mit. Max, wo geht's los? Eine Pumpe versetzt das Öl in Umlauf. Davor sitzt ein Siebfilter, der gröbere Verunreinigungen zurückhält. Von der Pumpe aus strömt das Öl zum Hauptfilter. In ihm bleiben die feinsten Verunreinigungen hängen. Ähnlich wie bei der Kraftstofffilterung durchläuft auch das Öl einen Filtereinsatz. Ob nun im Haupt- oder Nebenstrom, ein Plattenspaltfilter oder ein Spaltfilter oder ein Filter mit Einsätzen aus Filz oder aus Spezialpappe eingebaut wurde, alle müssen nach Betriebsvorschrift gereinigt oder ausgetauscht werden. Das Reinigen des Filzfilters muss regelmäßig und mit besonderer Sorgfalt geschehen. Man füllt sauberen Kraftstoff in den Filter, der unten mit dem einen Teil des Reinigungsgerätes verschlossen ist. Der Filter darf nicht in den für die Reinigung verwendeten Dieselkraftstoff hineingelegt werden, da sonst die schon ausgewaschenen Schmutzteilchen in den Filter wieder hineingeraten. Nach mehrmaligem Durchblasen ist der Filter wieder sauber. Von Zeit zu Zeit muss aber der Filzfiltereinsatz erneuert werden. Auch das Filtergehäuse muss vom alten Öl gereinigt werden. Bei Ölfeinfiltern kommen auch Pappeinsätze zur Verwendung, die ausgetauscht werden müssen, da sie nicht gereinigt werden können. Das Öl läuft nach der Filterung sauber über das Ölverteilerrohr zu den Schmierstellen und danach wieder zurück in die Ölwanne, um von neuem durch den Ölfilter in den Schmierkreislauf gedrückt zu werden. Aber auch die besten Filter können nicht verhindern, dass sich das Öl durch die hohen Druck- und Hitzebeanspruchungen verbraucht. Da außerdem zuweilen unverbrauchter Kraftstoff und Kondenswasser ins Öl gelangen, muss es nach Vorschrift regelmäßig erneuert werden. Besondere Zusätze im Esolub HD halten den Motor innen sauber und verhindern das vorzeitige Einsicken des Öls, die Korrosion und den Säurefraß. Inzwischen ist anscheinend jeder zu seinem Recht gekommen. Der Bauer und auch sein Diesel. Und so geht's wieder an die Arbeit. Tja, 500.000 Kilometer ohne jede Motorüberholung sind heute durchaus möglich. Bevor es ein so wunderbares Dieselmotoröl wie Esolub HD gab, schaffte man bei weitem nicht so viel.
Bei einem Schlepper rechnet man natürlich nicht nach Kilometern, sondern nach Betriebsstunden. Auch die Lebensdauer des Schleppers kann ganz erheblich verlängert werden durch das dieselfeste Esso-Lub HD und den zündwilligen, ergiebigen und garantiert schwefelarmen Esso-Diesel-Kraftstoff. Die Forschung genießt bei Esso eine bevorzugte Stellung. Die Esso-Wissenschaftler bringen wahre Wunder zustande. Sie überwachen aber zugleich das ungewöhnlich hohe Qualitätsniveau der laufenden Produktion. Bei dem aus Übersee herangeführten Rohöl beginnen bereits diese Qualitätskontrollen, die den gesamten Verarbeitungsvorgang in allen Stufen durchziehen und sicherstellen, dass Esso-Qualität stets Spitzenqualität ist. Diese Esso-Raffinerie zählt zu den modernsten Europas. Von hier aus werden auch unsere Dieselmotoren mit hochwertigem Kraftstoff versorgt. Mit dem zündwilligen und ergiebigen Esso-Diesel.